Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Ostbar Sportclubs. Wir sind wieder zu Gast bei den Rostock Seawolves. Ja, noch am Wochenende hörten einige von uns in der Hansestadt vor ihren Türen die Kleinwölfe jaulen. Ja, heute jaulen wieder die Rostocker Seawolves und wollen damit natürlich den Nürnberger Falcons das Fürchten lehren. Beide sind im Tabellenmittelfeld. Ja, hallo Wolfi, Platz 8 und Platz 10, weil beide sind mit einem Sieg und einer Niederlage in die Saison gestartet. Und wer heute gewinnt, ja, der kann schon mal ein bisschen Luft nach oben schnummern. Wir sind gespannt. Ja, und Wolfi, wir haben eine neue Rubrik bei uns, weil wir Zeit haben. Wir können ja kein Publikum interviewen. Sag mal, können sich Wölfe eigentlich mit dem Covid-Virus-19 anstecken? Ich übersetze das mal ganz schnell. Also, der Wolf hat keine Angst, er hat genug Antikörper. Er hat höchstens Angst vor der Schweinegrippe. Und damit wird Wolfi, genau, in den nächsten Wochen keine Häuser von drei Schweinchen umpusten. Da wissen Sie eine gute Nachricht. Und ich hoffe, wir haben mehr gute Nachrichten nach dem Spiel, wenn unsere Rostock Seawolves heute gewinnen. Die Rostock Seawolves gingen als Tabellenachter der Barmer 2. Basketball-Bundesliga Pro A in ihr zweites Heimspiel. Die Nürnberger Falken, vor dem Spiel auf Platz 10 geführt, mussten hier Punkte mitnehmen, um einen Saisonfehlstart zu vermeiden. Die Rostocker Profis begannen hochkonzentriert und versenkten gleich ihre ersten zwei Dreier sicher im Korb der Gäste. Schnell führten sie dank zwei weiterer Freiwurftreffer mit 8:2. Die Falken aus Nürnberg brauchten eine Weile, um Sicherheit in ihr Angriffsspiel zu bringen. Fokussiert und zielstrebig sicherten sich die Wölfe den ein oder anderen Rebound und fanden im Spiel nach vorne immer wieder Lücken, um die Abwehr der Gäste erfolgreich zu durchbrechen. Zum Ende des ersten Viertels lieferten sich beide Teams einen spannenden Schlagabtausch. Mit einem ausgeglichenen 23:23 ging es ins zweite Viertel. Die Seawolves eröffneten auch diesen Durchgang mit einem Dreier und zeigten weiterhin eine hohe Präsenz und kampfbetonten Einsatz. Viele Spielzüge nach vorne waren genauso einstudiert, auch wenn noch nicht immer alle Automatismen im Spiel der Wölfe erfolgreich ineinandergreifen. Zudem wurden Angriffspässe der Falken immer wieder gut antizipiert und abgefangen, was weiter für Sicherheit im eigenen Aufbauspiel sorgte. Dennoch verpassten es die Hausherren trotz Dauerführung, die Gäste auf Distanz zu halten. Immer wieder kamen die Nürnberger durch zwei, drei gute Angriffe zurück. Mit einer knappen 46:40 Führung für die Seawolves ging es in die Halbzeitpause. Der sportliche Leiter der Seawolves, Jens Hakanowitz, und die 1500 Zuschauer sahen einen kampfbetonten Auftritt ihres Teams. Trotz des guten Hygienekonzeptes weiß Jens Hakanowitz, dass die Seawolves in den kommenden Heimspielen auf die Unterstützung des Heimpublikums verzichten müssen. Wir wissen nicht mehr als alle anderen. Letztendlich hat die Bundesregierung ja festgelegt, dass wir im November nur Spiele ohne Zuschauer durchführen dürfen. Insofern warten wir jetzt mal ab, was passiert. Wir sitzen in der kommenden Woche als Liga zusammen und werden uns beraten, was unsere Optionen sind. Stand heute gehe ich davon aus, dass wir weiterspielen und dann halt für eine Zeit ohne Zuschauer, leider. Ich kenne die Zuschauerzahl aktuell von heute jetzt noch nicht, aber ich nehme stark an, dass wir da wieder ausverkauft heute waren. Im Zuge der Hygieneregeln durfte auch das Seawolves Dance Team nur auf dem für sie zugeteilten Bereich in gewohnter Manier performen. Das Spielfeld war tabu. Zusammen mit dem Publikum begleiteten sie dennoch auch im dritten Viertel lautstark jeden Angriff der Wölfe. Wie schon in den ersten beiden Vierteln eröffneten die Hausherren auch hier ihre Punktejagd mit einem Dreier. Schnell wurde eine 10-Punkte-Führung herausgespielt. Wieder verpassten es die Hausherren erneut, diesen Vorsprung weiter auszubauen. Mit klugem Abwehrverhalten und gutem Blick für den Mitspieler hielt man die Gäste dennoch weiter auf Distanz. Mit einem 8-Punkte-Vorsprung in Höhe von 66:58 ging es dann ins Schlussviertel. Nürnberg kämpfte sich noch einmal zurück ins Spiel und schnupperte immer mal wieder an einem möglichen Ausgleich. Doch anders als in der letzten Saison zeigten sich die neuen Wölfe mental und körperlich fitter und brachten das Spiel kontrolliert und souverän nach Hause. Mit einem Endstand von 90:79 feierten die Wölfe den zweiten Heimsieg in Folge. Dennoch sah Headcoach Dirk Bauermann noch Potenzial nach oben. Ich glaube, dass wir deutlicher hätten gewinnen müssen, ganz klar. Nürnberg hat schwere Würfe gemacht, aber die Missverständnisse defensiv auch einfach den nicht gezeigten Killerinstinkt, dann auch mal 20 wegzugehen, das hat mich schon ein bisschen geärgert. Für diese Mannschaft haben wir andere Erwartungen und ich finde einfach,
dass gerade was so Abstimmung, Kommunikation, defensiv angeht und dann eben auch ein Killerinstinkt zu haben, wenn man 10 vorne ist, dann muss man 3 Minuten später mit 16 vorne sein. Das erwarte ich von dieser Mannschaft und das war nicht zu sehen. Insofern kann man da auch nicht zufrieden sein mit dem Sieg, sondern da war noch viel zu viel Sand im Getriebe aus meiner Sicht. Mit dem Blick auf die aktuelle Tabelle kann auch Dirk Bauermann letztendlich zufrieden sein. Mit dem Sieg gegen Nürnberg kletterten die Seawolves vorerst auf Platz 3. Mitverantwortlich für den ungefährdeten Heimsieg waren Ronald Sarkis mit 22 und Sid Marlon Theis mit 21 Punkten. Da waren unsere Rostock Seawolves am Ende bissiger und haben den Nürnberger Falcons die Flügel gestutzt. Ja, mit einem Zarkis, der einfach auf Zack war. Und auf der anderen Seite ein Martin Bogdanov, der bei Nürnberg nicht so stark aufspielen konnte wie zu seinen Rostocker Zeiten. Ja, am 6.11. geht es dann leider ohne Zuschauer gegen Adland. Wir wünschen den Seawolves natürlich viel, viel Erfolg. Ja, und ich sage für heute Tschüss und auf Wiedersehen. Danke fürs Einschalten.